Ich habe jetzt eine Decke das erste Mal gemacht, und zwar keine Vollholzdecke, sondern eine Pappesperrholzdecke. Also für mich das erste Mal. Aber es ist eigentlich ganz gut gegangen. Und zwar, wie habe ich das gemacht? Ich habe gestern diese Latten angebracht. Also diese bei jedem Holm, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis ganz nach vorne. Und ja, an die schraube ich dann einfach die Pappelplatte an. Das ist eine 6 mm Platte. Also sie ist relativ leicht, auch auf diese Fläche. Und ja, wie war der Vorgang? Und zwar, ich habe mir das, also wenn man es jetzt an der hinteren Platte sieht, abgemessen. Das heißt, von der Dachluke, dieses Teil von innen, das habe ich draufgesetzt. Dann habe ich mir abgemessen, also das Maß, das Maß, das Maß, das Maß. Also sozusagen die Dachluke ausgemessen und dann noch die Positionen der Lichter. Hab dieses Teil dann runtergenommen, deswegen ist sie auch jetzt nicht drauf, weil ich diese Platte gerade schneide. Die schneide ich dann hier auf diesem Tisch und bereite schon die Löcher vor für die LEDs. Ja, dann probiere, also dann stecke ich das Innenteil wieder drauf und probiere die Platte, ob das sehr passgenau ist. Und ja, dann schraube ich es an. Also zuerst wollte ich das noch zusätzlich auch leimen, aber ja, ich habe es dann mit dieser dritten Hand einfach hingehalten, so dass die Platte nach oben hielt, und habe es dann ganz einfach angeschraubt. Ich denke, ja, man kann sich das erlauben. Diese Schrauben sind natürlich nicht extremst haltbar, aber es ist so, erstens einmal die Menge macht's. Das sind ungefähr alle 20 Zentimeter circa ist so ein kleiner Schrauber hier, hier, hier. Also wo ich es jetzt schon verspachtelt habe. Und zusätzlich ist es ja auch so, dass hier Möbelstücke kommen. Das heißt, da kann sich nochmal die Decke anhalten. Das ist so in etwa wie beim Wohnwagen. Beim Wohnwagen ist ja auch so, dass die Decke gehalten wird von den Möbelstücken. So ist es ja jetzt hier nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Möbel bräuchte, damit diese Platte gehalten wird. Also das hält schon sehr gut. Aber ja, ich habe es in dem Fall gar nicht geklebt. Vielleicht klebe ich diese hintere Platte noch. Also notwendig ist es nicht. Aber schaden wird es vielleicht auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Diese Löcher, die habe ich dann verspachtelt mit einem flüssigen Holz. Das lasse ich jetzt trocknen, dann schleife ich es und dann wird das Ganze weiß lackiert. Man könnte natürlich die Platte auch vorher weiß lackieren, aber ich habe mir gedacht, ja, es sind dann so viele Löcher eigentlich zum Kitten, die später reinkommen, beziehungsweise hier auch die ganze Länge. Eventuell mache ich da übrigens eine Tapetenleiste dann drüber. Ja, also in dem Fall kitte ich das da oben und schleife es dann und streiche. Ja, naja, und streiche es dann deckend weiß mit dem Auro 936. Das ist übrigens, wenn es deckend weiß gestrichen wird, sind solche Sachen weniger Problem. Wenn es lasiert wird, dann ist es meistens so, dass man das noch ganz leicht sieht. Also das kann man kaum perfekt so schleifen, dass man das nicht sieht. Insofern ist deckend weiß mit dem Auro 936 eigentlich in dem Fall besser.